Mit maximal breiter Brust reisen die Störche ins Kehdinger Stadion. 5 Siege aus 5 Spielen macht die Tabellenführung. Das wollen die Gastgeber aber heute ändern. Das Team aus Trochtersen in Rot und Blau auf Platz 13 will dem Favoriten ein Schnippchen schlagen. Der kommt allerdings erstmal von links nach rechts mit dieser Aktion. Kulikas zum ersten und dann Kulikas zum zweiten. Zweimal zu oben platziert. Die erste Halbzeit insgesamt mau. Das ist Schmiederer mit dem ersten nennenswerten Abschluss, aber der ist dann auch gleich drin. Das 1:0 in der 40. Spielminute. Der Angreifer lässt sich nicht lange bitten und das geht viel, viel zu einfach. Ein Pass reicht, um die Abwehr auszuhebeln. Oberbeck dann ohne Chance. Schmiederer eiskalt. Es ist sein drittes Saisontor. Und die Spielvereinigung dann beflügelt noch kurz vor der Pause diese Ecke. Und das ist Mohr mit der 100-prozentigen. Der muss natürlich drin sein. Wir gehen dann so mit dem 1:0 in die Kabine. Und aus der kommen die Störche natürlich motiviert. Die erste Niederlage soll es bitte nicht sein aus Sicht der Gäste in Blau. Aber Trochtersen, sie sind dann deutlich stärker im zweiten Durchgang. Das ist Rosin mit dem Abschluss. Gästekeeper Oberbeck kann sich nochmal auszeichnen. Aber die Männer aus dem Landkreis Stade, sie wollen es dann wissen. Das ist Schmiederer. Sehr gut bedrängt hier, deshalb schwierig für den Angreifer. Trotzdem, das Spiel hat sich gewandelt. Kiel nur noch nach Standards gefährlich. Fehler mit diesem zu zentralen Freistoß. Und dann nochmal die Gastgeber nach einer Ecke. Und das ist das 2:0. Tjorve Mohr trifft gegen seinen Ex-Club. Und er wird hier insgesamt zu wenig bedrängt. Oberbeck sieht auch nicht gut aus. Mohr mit dem Jubel und Trochtersen mit der 2-Tore-Führung. Und auch in der Folge kommt wenig von den Störchen. Stattdessen Göttel, der sich hier durchsetzt, von 3 Mann gejagt mit dem Abschluss. Oberbeck ist da. Und jetzt sind wir wirklich schon tief drin in der Partie. Nochmal die Hausherrin Schmiederer versucht es mit dem Kopf. Das macht er super. Oberbeck dann allerdings auch stark und dann doch nochmal Kiel und dann doch nochmal Kiel. Sacker eingewechselt in der 82. Minute mit diesem Anschlusstreffer. Trochtersen eigentlich dran am Mann, aber irgendwie macht er ihn rein, sehr, sehr stark vom Angreifer. Doch dann ist hier tatsächlich Feierabend. Trochtersen bringt die Führung nach Hause, sammelt ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Kiel ist die Tabellenführung erstmal los. Wir hören dann in der Folge die Stimme zur Partie.